и отрезать восточно-прусскую группировку немцев от центральных районов Германии. Ohne Unterlass jagen russische Tiefflieger die schutzlosen Treks. Und ihre Bombentrichter werden zu tödlichen Fallen für die Fliehenden. Um genau 12.30 Uhr mittags sticht in Gotenhafen der ehemalige Passagierdampfer Wilhelm Gustloff in See. An Bord 6000 Menschen. U-Boot-Soldaten der 2. Marine-Lehrdivision, Verwundete und etwa 4500 Frauen und Kinder. Um 21.16 Uhr torpediert ein sowjetisches U-Boot die Wilhelm Gustloff. Was sich nun abspielt, ist eine der größten Tragödien der christlichen Seefahrt. Nach gut einer Stunde sinkt der stählerne Koloss und reißt mehr als 5000 Menschen mit sich auf den kalten Grund der Ostsee. Das betrifft diese Wörter, die deutsche Familie und meine Familie, die musste vor den vielen Jahren verlassen seine Heimat. Und so geht Mama. Mein armes Herz, du darfst nicht klagen, die Heimat liegt so weit und fern, liegt wie ein Traum von goldenen Tagen, so unerreichbar wie ein Stern. Mir das Erinnern ist gelieben, zurück an jene schöne Zeit, die Denken an die fernen Lieben, die Bilder an Vergangenheit. Der Tag erfordert jene Stunde, die nur die Arbeit ist geweiht, doch kommt das Abend, bricht die Wunde auf Neues auf in tiefen Leid. Und doch mein Herz, du darfst nicht klagen und frag nicht mehr, warum, warum, das Schicksal bleibt für immer stumm. Heimat, du Heimat, wie bist du so schön?
Musik